Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Fegeland. Was meinen Sie? Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Wink! Ich soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Suchen Sie ihn! Krebs, was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie ist ohne Ehre! Ja, mit ihm kollaboriert ist der Verräter. Damit können sie gegen Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Trampeln jeden Außenseiter als Gemeinschaft fremd tot. Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Brandfeld stehen, in den Rücken. Thank you.
ganzes Gut daran getan! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. An meiner Person! Thank you.
an meiner Person! An meiner Person! Die gesamte Generalität ist ein zweiter ein Haufen niederträchtiger Treue oder Feiglinge! Mit Kräften, mein Führer. Jodel. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Die Logik der Frau. Wie bitte? Ach, Unsinn! Krebs, was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle im Job aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird es mit dem Aufbau ganz schnell gehen. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Befehle sind in den Wind gesprochen. Verrat! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden!
vor kommt der Beschuss. Kollaboriert er ist ein Verräter. Ja, vielleicht schon dort! Ich will sofort zum Bericht! Ist der Russe schon so nah? Was ist denn Bird? Thank you.
soll nur noch eine Wüste vorführen. Die Logik ist ja schon aus. Wie bitte? Ach, Unsinn! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Ich bleibe in der Hauptstadt. Was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verraten gegen die Natur. Was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wir sehen die Städte des Mittelalters. Wir sehen ihre Dome und wissen, dass die Menschen sowas brauchen, einen Mittelpunkt. Sie haben nichts Unrechtes getan. War ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl!
unberechenbarer Künstler. Dort! Ich hätte gut daran getan. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Ist das schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Dieser Versager, dieser Schmarotz! Ein paar Vanille Vollbeats! Thank you.
soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Thank you.
an meiner Person! Wie lässt du deiner Camping einzeln? Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Also. Viele Fehler gemacht, sind sie unerbittlich. Dreist, Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben. Anders kann man das nicht machen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Dieser Versager, dieser Schmarotzer! Ja, vielleicht schon dort! Ich werde niemals kapitulieren, niemals. Thank you.
Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Gabel hält. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.